Hallo und herzlich willkommen zu Folge 91. Wir müssen heute mit Adam reden. Josef läuft gerade uns vor. Ne, das ist nur die normale Stadtwache. Dachte schon, der verlässt einfach seinen Posten. Unfassbar. Gibt es eigentlich in den Bergen eine Menge Verstecke? Eine Menge Verstecke? Nein, dafür sind die Berge einfach zu klein. Ich suche einen Dieb. Hast du keine Idee, wo man sich in den Bergen verbergen könnte? Nun, am Fuß des Berges gibt es eine Höhle. Vielleicht hat sich ja der Dieb dort versteckt. Eine Höhle? Das könnte sein. Danke für den Tipp. Die Frage ist jetzt nur, wie geht's? Wie geht's? Danke, geht's so. Nee, das ist nicht die Frage. Puh, ein großer Berg. Böhm, nimm, nimm, nimm. Also im Prinzip hocken wir hier auf einem riesigen Bergplateau. Nee, keine Ahnung. Ich schätze mal, da ist der Berg vor uns gemeint. Das ist nämlich der einzige Berg, der da hinten halt vielleicht noch, den ich jetzt hier direkt ins Auge nehmen könnte. Wobei der da hinten auch... Ah, egal. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo eine Höhle... Am Fuße des Berges eine Höhle. Leck mich am Arsch, du. Wo soll das genau sein? Steht irgendwas in der Quest vom Dieb? Dass es in den Bergen im Wald nicht viel Versteck gibt. Am Fuße des Berges soll es eine Höhle geben. Vielleicht das ideale Versteck für einen Dieb? Fragezeichen. Die Frage ist jetzt nur, welcher Berg gemeint ist. Vielleicht die da. Oder kann man das überhaupt Berge nennen? Oder ist doch ein größerer gemeint? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir mehrere Höhlen entdeckt hatten und dann aber gesagt haben, nee, lass gut sein, da müssen wir vielleicht später noch hin. So, erstens, ich habe die Locations vergessen. Zweitens, ich weiß nicht, ob das die Gemeinden sind. Jene Gemeinden. Ja, das sieht ja auch in einem großen Berg aus, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, das Einzige, was mir jetzt halt übrig bleibt, ist ein bisschen durch die Gegend zu eiern und gucken, ob wir ja vielleicht irgendwo hinter so einem Busch eine versteckte Höhle entdecken können. Hinter dem jetzt nicht, das war ein bisschen zu auffällig, aber hier sind überall im Prinzip große Berge. Der da ist auch nicht... Ach du Heilige. Das ist mir jetzt erst so wirklich bewusst, was hier für riesige Berge sind. Ist dahinter... Ah, nee, da waren wir, glaube ich, aber schon mal. Vor allem hieß es ja am Fuße des Berges. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich schon wieder voll fehl am Platz. Vielleicht. Ich weiß es echt gerade nicht so genau, welcher Berg hier gemeint ist. Ich schätze nicht, dass es das Orkjäger, nee, Orksöldner-Versteck ist. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Ich schätze mal, wir sollten uns schon hier bewegen, wo ich mich hier gerade befinde. Ich weiß allerdings nicht, ob ich jetzt auf der richtigen Etage bin, wenn ich ehrlich bin. Das sieht nach einer Höhle. Ah, eine Höhle. Aber das ist, glaube ich, nur ein Durchgang. Keine, ja, genau, das ist nur der Durchgang hier. Und irgendwie erinnert mich gerade dieser Gang an eine andere Insel. So vom Aufbau her. Erinnert mich das an diese Insel, die eigentlich nur ein riesiger Fels war. Naja gut, egal. Ist jetzt im Prinzip auch nicht so wirklich relevant. Ich muss hier gucken, also am Fuße des Berges treiben wir uns nicht rum, eher auf dem Kopf. Jetzt müssen wir mal gucken, kommen wir hier irgendwie einigermaßen sicher runter, dass er, naja, sicher ist relativ, wir atmen noch, das ist die Hauptsache. Das sieht allerdings auch noch nicht nach einer Höhle aus. Oder vielleicht irgendein Hügel da unten gemacht? Oh mein Gott! Da unten ist auf jeden Fall die kleine Hütte von dem Schäfer. Von dem Hirten. Schäfer. Relativ alte Bezeichnung und sowas. Egal. Wir gucken mal, ob wir hier einigermaßen sicher... Ah, das sieht doch gut aus. Wir kommen zumindest sicher runter. Jetzt sind wir aber genau da, wo wir... Lesen wir doch nicht, oder doch? Ich glaube doch, wir sind jetzt einmal hier rumgelaufen. Okay. Immerhin habe ich das visuell erfassen können. Das heißt, ich bewege mich mal ein bisschen mehr nach hier. Beziehungsweise die Frage ist, sollten wir hier runterlaufen oder weiter links uns halten. Okay, das ist jetzt gerade echt ein bisschen doof. So. Von der Ortsangabe, die hilft mir jetzt nicht allzu viel. Wir müssen das halt mal probieren, ne? Ich laufe einfach mal den riesigen Brocken hier entlang.
Und wenn ich irgendwo eine Höhle finde. Da ist der Holzfäller. Das ist. Ne, ne, hier ist der wahrscheinlich eher nicht. Das ist noch ein bisschen zu viel. Achtung, hier genau ist der Sumpf. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu viel Zivilisation hier. Der Holzfäller. Jetzt muss ich echt überlegen. Also ich glaube in die Richtung, das ist alles soweit flach. Und die Stadt halt auf dem Hügel. Also ich denke, wir sollten uns schon hier aufhalten. Aber ich finde halt nicht direkt so eine... nicht wirklich so direkt einen Höhleneingang. Oder ich habe auch jetzt im Prinzip nicht so wirklich eine genaue Vorstellung, wo ich genau mich rumtreiben sollte am besten. Oh, das ist eine Heilpflanze. Immerhin. Wie gesagt, das ist der... Da ist ein Mallrat. Oder eine, ne? Red Ratte ist ja eigentlich eine Ratte. Ich, also der Name von den Viechern. Da mache ich mir mehr Gedanken als über sonst noch was. Die Frage ist, sollten wir vielleicht hier lang? Ja, ne, kommen wir wahrscheinlich wieder runter zum Strand, nur auf der anderen Seite halt. Laufen wir mal ein bisschen den Weg entlang. Wir haben ja eh nichts zu tun. Ah, was ist schon, das ist einfach so grob. Wo ist denn der Fuß des Berges? Welcher Berg und welcher Fuß? Wir sind ja immer noch mitten im Gebirge, so wie das hier aussieht. Vielleicht ja doch da unten. Da, wo ich mal irgendwann... Oh, das war vielleicht ein bisschen hoch. Ah, ging noch. Da, wo ich mal hier was gefunden hatte. Wo ist die Höhle hin? Ja, vielleicht war es auch irgendwo anders. Ein bisschen weiter hier runter. Jetzt sind wir allerdings wieder am Strand. Und ich finde hier immer noch keine Höhe. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ach. Aber auf der anderen Seite... Nee. Doch, damit... Ach Gott. Gut, ich laufe erstmal den Brocken hier nochmal ab. Nee, also ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Das muss halt jetzt ein bisschen eine Suchaktion geben. Wie gesagt... Hier am Fuße des Berges ist wirklich sehr unpräzise und hier kommen wir auch nicht hoch. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber eigentlich denke ich nicht, dass die Strandhügel hier gemeint sind. Oder was heißt Hügel? Diese riesigen Felsen, die halt aus dem Sand herausragen. Aber halt das hier vor uns ist ein riesiger Berg. Und mit dem Haus drauf. Ach, da sind wir. Okay. Dann habe ich gerade ein bisschen falsch rumgedacht. Das sind aber keine Höhlen, oder? Das sieht nur so ein bisschen aus. Ja, nee, da ist nur so ein bisschen... so eine Notüberdachung. Dann gehen wir hier wieder hoch. Also wirklich, die Insel ist brutal groß. Ja, brachial groß. Und, ja, naja. Das ist jetzt erstmal nicht allzu spannend. Wie gesagt, ich habe sowieso generell schon gesagt, falls irgendjemandem die langen Laufwege oder sonst was, falls die jemandem nicht irgendwie gefallen, ne, missfallen, dann könnt ihr aber natürlich auch gerne überspringen. Das ist natürlich kein Problem, ich habe damit auch kein Problem. Ich kann das gut nachvollziehen, dass ihr nicht mit mir durch die Gegend eiern wollt. So, da ist die Stadt. Ist vielleicht mit Fuß... Ich guck nochmal hier, Ich glaube erstmal hier entlang. Genau, vor allem auch im Wald bleiben erstmal, war vielleicht... Doch erstmal eine Fahrt, da ist eine Höhle. Ja, alles klar. Gut, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Waren wir da nicht schon mal drin? Nee, oder? Oder sagte ich, nee, ich bleib nochmal draußen. Egal, Höhle ist Höhle. Ja, da waren wir doch schon mal drin, da haben wir doch Goblins erledigt. Oder nicht? Oder hatten wir nicht hier sogar ein Amulett gefunden? Oder vertue ich mich da gerade? Ich will ganz kurz die Quest lesen. Also, in den Bergen. Im Wald. Gibt es nicht viele. Am Fuß des Berges soll es eine Höhle geben. Vielleicht das ideale Versteck für einen Dieb. Wie gesagt, das waren die Goblins. Die sind alle tot. Ich hoffe jetzt nicht, dass es hier verbuggt ist und wir die nicht hätten töten sollen.
Vor allem glaube ich mich zu erinnern, dass wir hier irgendwas von wegen Amulett gefunden. Nee, hatten wir nicht, oder? Also das wäre am Fuße des Berges und das wäre eine Höhle. Die Mobs, die hier allerdings, die hier waren, sind allerdings schon alle niedergestreckt. Oder gibt's hier noch irgendwas zum Aufsammeln? Nee, ne? Okay, dann müsst ihr mir weiterhelfen. Ich hoffe, es ist nicht irgendwie verbuggt oder sonst was. Falls das der Fall ist, würde ich mich über einen Insert-Code freuen von dem Amulett. Also falls es wirklich nicht anders gehen sollte. Ich mache mich nur schon mal aufs Schlimmste gefasst. Oder ich bin aufs Schlimmste vorbereitet. Der ist wieder eine scheiße eine Ratte. Nichts zu holen. Bisschen, was heißt vorbereitet? Ich will eigentlich nicht, dass es so weit kommt, ne? Aber ja. Aber wenn sich nicht vermeiden lässt, da wäre jetzt wiederum halt das Söldnerlager. Und ich werde das Gefühl echt nicht los, dass wir hier schon mal waren und alles gesäubert hatten. Also Beschreibung Wald, Beschreibung Berg, Beschreibung Höhle. Tut mir nicht übel. Es kann natürlich auch der Berg hier hinten sein. Das gucken wir jetzt. Das überprüfen wir natürlich. Es bleibt ja eh nichts anderes übrig. Ich muss ja nur gucken, dass ich hier nicht irgendwie gegen die Bäume renne. Beziehungsweise die Höhle war jetzt nicht wirklich ein gutes Versteck, weil die relativ offensichtlich die Lage war zu offensichtlich, wenn ihr mich fragt. Da hinten sehe ich irgendwas. Wenn nicht, messen wir es einfach durch die Gegend. Ein bisschen. Und ihr müsst mir dann halt irgendwie helfen. Was heißt, ihr müsst? Ihr könnt. Hier wird niemand gezwungen. Ich sehe noch gerade nichts. Ich weiß nur, dass hier Gegner sind. Ansonsten, ne, sammeln wir halt ein bisschen Erfahrungspunkte. Was ist eigentlich das hier? Ah, riesige Pilze. Okay, interessant. Ich dachte erst, da wäre irgendein Viech. Aber von mir aus riesige Pilze, was soll's. Da sind wieder Scavenger. Die krähen hier vor sich hin. Die töten mich, glaube ich, gleich, weil ich nicht gebacken kriege, die zu... Okay, nee, hat funktioniert gerade so. Und ich würde wirklich gern diesen Dieb finden und ich hoffe wirklich nicht, dass das die Höhle war, in der wir jetzt gerade vorbeigelaufen sind. Genau, oder es ist wirklich das Amulett, der macht, das habe ich doch gekauft, oder? Oder ich weiß gar nicht mehr. Scheiße. Boah, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Also habe ich wieder ein bisschen was zum Braten, sehe ich gerade. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Wenn man so planlos ist wie ich. Also gut, das bleibt uns anderes übrig. Wir müssen suchen. Oder was heißt, wir müssen? Das ist ja auch der Sinn dahinter eigentlich. Ich wünsche nur, ich wäre nicht immer so verunsichert. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Aber wie gesagt, wir suchen weiter, wir töten, wir sammeln und wenn wir irgendwas zufällig sehen, dann können wir ja mal hier begutachten. Ne? Uiui, das war knapp. Zum Glück sind die irgendwie ein bisschen dämlich, kann man schon fast sagen. Die rennen auf einen zu, der geht ein Stück zur Seite und die rennen dann vorbei. Schlechte Taktik. Hier geht's auch hoch. Heieiei, das ist aber auch so riesig, die Insel ist. Auf der einen Seite fasziniert es mich, auf der anderen irritiert es mich. Ich habe die Fleischwanze geschlagen, die ich nicht schlagen wollte. Ich glaube, die Beißer halten weniger aus als die Scavenger. Oder ist einfach nur glücklich, dass wir irgendwie die jedes Mal mit einem kritischen Schlag niederstrecken. Das, keine Ahnung, ob das nur Zufall ist oder ob die einfach schwächer sind. Ich weiß nur, hier ist nichts mehr. Also Höhle, nein. Hier hoch wäre wiederum nicht der, nicht am Fuße des Berges. Wobei, was ist denn am Fuße des Berges? Also ich meine, wenn mich persönlich fragen würde, wäre das
so auf dem Berg zu. Die Höhle, die wir entdeckt hätten, war mehr so an der Seite. Also. Ne, das war mehr so nicht wirklich am Fuße, sondern so irgendwo an der Seite reingequetscht. Allerdings muss es ja auch irgendwie ein bisschen versteckt sein. Das ist ja immer ein Versteck, ne? So, hier ist ein Bett. Hier. Und so ein kleines. So eine kleine Abdeckung. Naja, also Hüte kann man es nicht bezeichnen. Schutz auch nicht wirklich, aber. So ein bisschen Zeug halt. So, geht's jetzt hier weiter oder geht's hier wieder runter? Ich bin gerade voll. Ne, ich glaube, jetzt wieder runter, ne? Ja, okay. Gut. Hier war irgendwie auch nichts hier oben. Außer halt Fleischwanzen. Vielleicht wird das später noch relevant. Ja, wir müssen uns jetzt einfach weiter auf die Versuche begeben. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Immerhin haben wir so ein bisschen EP, dann haben wir eigentlich Level up. Oh, auch bald wieder. Mir fällt auf, wir haben immer noch 55 Lernpunkte, allerdings haben wir keine Lehre momentan. Wir müssten mal wieder aufs Schiff eigentlich. So, da sind unsere Jägerkumpanen, oder was heißt Kumpanen? Unsere Freunde halt, denen wir schon einmal halfen. Vielleicht ist es ja, na, das ist aber nicht am Fuße des Berges, oder? Also da ist der Wasserfall und da hinten auf dem kleinen Abschnitt, wenn man hier den Fluss entlang geht, oder was heißt Fluss, den Wasserfall und dessen Strömung. Jetzt haben wir wieder ein Standbild. Immer wenn wir ins Wasser springen, was ist denn das eigentlich für ein Käse? Aber es geht wieder. Oh, muss man ein bisschen gegenschwimmen hier. Ach Gott. Ja, nicht wieder rein. Roland, ich bitte dich. Nein, du sollst ja nicht runter. Ah! Okay, das ist unpraktisch. Das ist sehr unpraktisch. Das ist sehr, sehr unpraktisch. Das ist überhaupt nicht gut. Wow. Okay, okay. Nochmal gerettet. So, abspeichern. Jetzt nochmal versuchen rüberzukommen. Das ist ganz witzig mit der Strömung. Und jetzt hier einfach versuchen rüber zu. Roland, nein, du sollst darüber. Ja, dann back dich halt drüber, Hauptsache rüber. Also, man kann man hier nicht hoch? Ich wollte schon sagen. Ja, und hier ist einfach mal eiskalt gar nichts. Doch, eine Ratte. Zack, da ist das Blut geflossen. Und da. Was ist denn hier? Da ist irgendeine Hütte und da unten geht es auch irgendwo. Ach Gott, das ist mir einfach zu groß. Wie gesagt, ich wäre natürlich immer dankbar über Hilfen, ne? Ein bisschen die Seite jetzt, ein bisschen die Seite. Roland, pass auf die Strömung, pass auf. Du sollst auffassen. Okay, er hat's geschafft. Gerade so. Ich komme bei die beiden. Naja, die können uns nur zeigen, wie man jagt. Ich hätte uns ja weiterhelfen können, wenn nicht, der einzige Versteck in den Bergen wäre noch die Mine von den, Orksöldnern, aber das wäre nicht wirklich eine Höhle und auch nicht wirklich am Fuße des Berges. Das einzige, was wirklich mir in den Sinn kommen würde, wäre, die Höhle mit den Goblins davor. Erstmal, diese Wanderrad gehen wir ein bisschen auf den Sack, ne? Jemand gibt uns ein bisschen Erfahrungspunkte. Was kurz durchs Dickicht schlüpfen. Und jetzt hier weiter. Hm. Ich weiß aber echt nicht. Ist das Amulett da oben drauf? Okay, das wäre auch ein bisschen. Ah, vielleicht hätte ich die Goblins nicht töten dürfen. Wow, ein schwerer Ast. Ich dachte gerade so, ah, Amulett oder Hinweis oder so. Nein, ein schwerer Ast. Wie gesagt, also für mich wäre das hier nicht unbedingt am Fuße des Berges. Für manch andere sollte es ausreichen, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist jetzt zum dritten Mal rein, glaube ich. Oder schon zum vierten Mal? Ne, ich glaube zum dritten Mal. Aber hier lässt sich nichts auffinden. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass das hier verbuggt bleibt. Das wäre sehr, 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 sehr unangenehm. Ansonsten... Mir fällt echt eigentlich keine andere... Weil da hinten geht's ja, da geht's ja auch schon hoch. Höchstens, dass vielleicht hier oben irgendwo eine Höhle ist. Aber die wäre uns doch eigentlich schon begegnet. Vor allem, wenn wir hier oben sind, ist das ja auch nicht mehr am Fuße des Berges.
Vielleicht müssen wir da auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit hin. Gut, das ist echt nicht mehr am Fuße des Berges, das ist mittendrin. Oh Gott. Nee. Gleich verlaufen wir uns wieder. Da hinten ist, wie gesagt, das Orksöldnerlager, das kennen wir ja schon. Da war ich das letzte Mal drin, als ich planlos war. Ja, gut, ne? Es ist wieder 18 Uhr hier in-game. Und ich hab... Kann man hier irgendwie hoch? Nee, gerade nicht, weil ich wieder vielleicht... Aber das ist nicht am Fuße des Berges. Wie gesagt, ich versuche mich zu informieren für die nächste Folge. Wir müssen jetzt hier nämlich wieder Schluss machen. Die 20 Minuten sind erreicht. Ich hoffe, wir kriegen das gebacken und ich hoffe, es ist nicht verbuggt. Und ich irre mich einfach nur wieder. Muss ich mir mal vorstellen, dass ich mir wünschen würde, mich zu irren. Machen Menschen sehr selten eigentlich. Naja, egal. Wie gesagt, ist ja auch nur eine Vermutung. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich belasse es erstmal dabei. Unsere Suche war nicht wirklich erfolgreich. Ich meine, haben wir ein bisschen was schnetzeln können auf dem Weg. Das war jetzt also nicht wirklich gerade die spannendste Folge, aber das gehört dazu. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. So, nochmal ganz kurz hier kleiner Nachtrag. Ich weiß, wo Igor zu finden ist. Ich habe eben ein bisschen gesucht. Habe gerade neu geladen. Also wir sind jetzt hier genau da, wo ich die Aufnahme beendet hatte. Ihr braucht keine Sorgen zu machen. Ich war nur wieder ein bisschen blöd. Ihr werdet es nächste Folge sehen. Bis dann.